Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute ist ein bisschen windig. Es sollte eigentlich schon längst regnen, aber es kommt einfach nichts runter und deswegen dachte ich mir, auf geht's weiter bei dem Acker, an dem wir jetzt schon waren. Das ist der neue, hier waren wir jetzt einmal. Ein bisschen was kam ja und es ist noch genug Fläche da. Auf geht's! Willkommen zum ersten Fund. Tja, wie soll es auch anders sein? Na? Wir entsorgen es einfach mal. Hi Leute, so, willkommen zum nächsten Fund. Münze. Ja, Zinker, ne? Leider wieder relativ platt. Ich tippe mal wieder auf 10 Reispfennig oder so. Ja, der Regen hält Einmarsch jetzt gerade, fängt gerade an. Also werde ich die Bahn noch bis zum Ende machen und dann ist gut für heute. Dann mache ich aus 2 Tagen, dann schneide ich das wieder zusammen und weil mit so ein paar Funden bringt das ja nichts. Weiter geht's. So, willkommen zum nächsten Fund. Ein Reichspfennig. Deutsches Kaiserreich. München ist München, davon habe ich zwar schon 1000, aber wir machen mal weiter. Irgendwie finde ich hier nur Reichsmünzen, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Kaiserreich, Deutsches Reich, Naja, weiter geht's. So, scheinbar haben wir noch ein bisschen Zeit mit dem Regen. Fisselt zwar ein ganz bisschen, aber der Wind ist halt nervig. Oberflächenfund jetzt. Zack. Und da ist er, der Zinker. Ah, Mann ey. Ärgerlich, ne? Naja, da kann man wirklich nichts mehr erkennen. Glaube ich zumindest. Ja. Der ist wirklich sowas von rottig. Willkommen zum nächsten Fund. Ja, der Acker hier ist echt nicht der beste, also hier kommt irgendwie nichts. Naja, egal. Halbes Taschenmesser. Habe ich noch im Angebot. Ja, ziemlich fertig. Ja, der Regen ist jetzt auch toller geworden. Man sieht es. Ja, ich gehe die Runde jetzt noch bis da oben, dann noch einmal zurück und dann, wenn der Regen dann noch ist, dann werde ich hier abbrechen. Ja, tja, schade, der ist noch so groß. Vielleicht laufe ich ihn trotzdem ab, mal gucken. So, nach Ewigkeiten nix, haben wir hier den nächsten Fund, eine Münze. Und das ist eine Deutsche Mark von 1959. Münze, weiter geht's. Ja, ich stehe wieder auf dem Feld. Es hat mir schon was geregnet gestern, quasi den ganzen Tag so. Und der Acker ist jetzt wieder schön weich. Wurde auch dringend Zeit. Und ja, wir machen weiter. Hier ist das gute Stück nochmal. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Das Ganze ist noch nicht. Das Stückchen habe ich jetzt. Und ja, wir hoffen, dass wir schöne Funde machen. Die erste Münze des Tages. Ein Reichspfennig, sehr desolater Zustand. Aber die erste Münze. Super, so kann es auch weitergehen. Weiter geht's. So Leute, ja, ich habe hier was gefunden. Ich weiß aber nicht, was es mal gewesen sein könnte. Ich werde jetzt auch gar nicht viel dran machen. Ich werde zu Hause vorsichtig den Dreck da rausholen. Weiter geht's. Super Fund, klasse. Bin gespannt, was es ist. So, willkommen zum nächsten Fund. Ein großer, leider sehr krummer Knopf. Ja. Leider nicht mehr so viel mit los. Kann auch nichts erkennen oder sonst irgendetwas. Aber ein Knöpfchen. Weiter geht's. So, willkommen zum nächsten Fund. Ich muss sagen, die Funde, man muss schon was laufen, bevor man wieder was Gutes findet. Ne? Also es ist schon ziemlich weit verteilt hier. Gut, aber nächster Fund. Dafür sind die Funde auch meistens immer gut. Wie ich finde zumindest. Okay, nächste. Da ist er. Ein Heiliganhänger. Die ziehe ich ja magisch an, das wisst ihr ja. Aber schön, ja. Sehr schön, weiter geht's. So, willkommen zum nächsten Fund. Ein Knöpfchen, ja, ein Hohlknopf nennt man die, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Knöpfchen ist Knöpfchen.
Ja, Knöpfe, naja, ne? Ist nicht so ganz meins. Manche lieben sie, naja, für mich ist das eher, ne? Außer Münzknopf, der ist natürlich geil. Ja, mal gucken, wie spät wir es haben. Ich werde jetzt noch eine Runde zurücklatschen. Und falls noch nicht ganz so spät ist, geht noch ein bisschen. Bis 17 Uhr kann ich, habe ich Pause. Ja, schauen wir mal. So, wir kommen zum nächsten. Ja, ich tippe mal, dass das mal 10 Reichspfennig waren. Der übliche Zinker. Total, leider wieder total rot. Aber das sind sie eigentlich immer. Naja, schauen wir mal weiter.